So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren The Satin Crew Video. Wir sind an einer wunderschönen Shell-Tankstelle mit unserem E63S. Ich dachte, ich fange einfach mal an zu vloggen, denn heute, am 2. Dezember 2023, ist das absolute Schneechaos ausgebrochen Richtung München. 60 cm oder 70 cm Schnee an manchen Stellen. Die Autobahn soll ein komplett Chaos sein, Flughafen ist zu, Bahnhof, also die Züge fahren nicht. Und so weiter und so fort. Und ich dachte, wenn das wirklich Chaos wird, zeigen wir euch, was passiert. So, jetzt der Hohl aber erstmal hier, ne? Schön voll. Ja, der ist voll. Hallo? Kannst du mal einen Klick machen? Was soll er denn? Hallo? Kurz mal. So, Profi. Festgefroren. Was? Wir haben jetzt gerade schon minus 3 oder minus 4 Grad. Angenehmes PPU, ich spring schnell rein, bezahlen. Ich gehe in der Zwischenzeit auf Klo. Alter Falter, ist das rutschig. E63 aber ready to go. Wie immer, über eine Stunde Zeit schon aufgeholt. Was perfekt ist, jetzt wird's eisig. Hallo! Ich film, falls wir ein Unwettererlebnis erleben werden. Unwettererlebnis erleben werden? Hoffentlich nicht. Oh, warte mal, ich bin hingeschneit. Das ist in Ordnung, wir fahren nur darüber. Du bist ja auf privatem Grund. Die Leute fragen ja mal, was wir machen. Das ist unser Industriegebiet hier, deswegen dürfen wir das. Ach so, ja, genau. Wir essen jetzt noch mal schnell was, denn wir wissen wirklich nicht, was uns erwartet. Das dramatisieren wir jetzt natürlich wirklich nicht wegen dem Video oder so. Aber wir werden es nicht mehr nach Hause schaffen. Das ist eventuell das letzte Video, was ihr jemals von uns sehen werdet. Wahrscheinlich. Wir genießen da gleich noch ein bisschen Live-Musik. Nee, weiterfahren bitte. Ja, was erwarten Sie von der Tour? Nur Gutes. Viel Schnee. Viel Schnee. Kannst du mir mal sagen, wo das ist? Bei McDonald's würde ich sagen, hier links. Das hier? Was ist das denn für Laden? Oldschool Mac ist. Okay. Ja, Winter Season gibt es einen schönen McCrusty. Ja, gucken wir dann mal. Alles. Nee, sehr, sehr eisig, ne? Schön viel Schnee. Ja, was haben wir jetzt? Minus 3, das geht sogar noch. Das wird also noch. Deutlich kälter. Wird noch deutlich kälter, ja. Hinten haben wir auch ein kleines Luischen. Guten Tag, guten Abend. Gut geschlafen? Ja, so halb, gut, ja. Aber Pipi ist ein bisschen wackelig gefahren, ne? Muss man einfach ganz aber klar das ist sagen. Okay, weil... Vor allem, ich glaube gerade, erst mit dem Frontsplitter auf den Bordstein gefahren. Das hat ein bisschen krrrr gemacht. Wir werden überhaupt auf den Schnee nicht. Dann gucken wir mal. So, wir waren alle sehr kreativ, alle im Big Rösti. Guten Appetit, Luis. Dankeschön. Guten Appetit, Pipi. Ja. Dankeschön. Und guten Appetit to myself. Mm. McDonald's erledigt, Glättemodus aktiv im E63 yes. Polar Express. Und jetzt geht's erstmal weiter Richtung Schnee. Sagen wir warten jetzt kurz, bis wir euch updaten, denn gleich wird's mystisch, gruselig, vor allem gefährlich wie Ice Road Trucker bei D-Max. wie gesagt, ich weiß, kann sein, dass es das letzte Video ist. Sag's euch. Ist ja auch die Final Edition, das Final Drive. Mein Gott nochmal, das ist ja schlimmer als jeder Hypochonder. Ja, es wird kritisch. In the arms of an angel. Ach guck mal, da ist Louis' Zweitgeschäft. Da vorne, da. Da arbeitet er auch immer. Ja, ja, stimmt. Ich glaube, das ist ganz weiter bei uns. Verlinken wir schon, vielleicht kriegen wir ein gratis Paket. Ich bin enttäuscht, wollte ich nur mal kurz sagen. Ist jetzt zu wenig Schnee. Also deutlich. Ich weiß gar nicht, was die ganzen News und so wollen. Jetzt hier gar nichts. Okay, ein bisschen was am Rand, aber viel Schnee ist das definitiv nicht. Deswegen werden wir es herausfinden. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns. Also es ist schon links und rechts eine Menge Schnee, aber eben die Straßen sind sehr gut geräumt. Ja, also perfekt eigentlich. Wie im Sommer hier. Und die sehen mich gleich wieder raus. Ja. Gar kein Problem. Wir haben eine positive Entwicklung, es fängt an zu weihnachteln. Und das ist ein Wort. Weihnachteln ist ein Wort für mich. Definitiv. Es wird schöner, E63 läuft immer noch wie auf Schienen, definitiv besser als die Deutsche Bahn heute, denn die fährt gar nicht. Richtig? Ja, so wie wir gehört haben, aber es ist ja bisher alles handelbar. Also wenn die Deutschen das Schneechaos auseinander, also dann weiß ich auch nicht, was hier falsch ist. Nee, vor allem, wir haben es nicht mehr so weit jetzt, ne? Also vor allem, du hast ohne Ende Zeit aufgeholt. Ja. Mit legaler Geschwindigkeit natürlich, niemals zu schnell gewesen. Niemals Deutschland. Ja, aber jetzt weihnachtet es ein bisschen. Ich finde, das ist übrigens ein...
Ja. Übrigens ein sehr schöner Begriff. Weihnachtslichtel? Nee, es ist Weihnachtslied. Es ist Weihnachtslied. Ja, es ist Weihnachtslied. So heißt das jetzt. Na so, gut. Wir genießen jetzt nochmal die paar Kilometer. Wir machen jetzt mal eine kleine Schweigeminute für die ganzen Truckerfahrer. Hacki und ich fühlen das. Hallo Luis und ich auch. Ach, wir haben auch Mitgefühl. Ja. Nee, aber wirklich Truckfahrer, es ist so ein. Guck dir das mal an, guck mal da. Ja. Der steckt richtig fest. Hier auch steht schief. Das ist so ein unfassbar schwerer, harter Job, ist es ja wirklich. Das war von der großen Verantwortung. Auch. Sehr, sehr große Verantwortung. Und die sind am Ende die jetzt da hinten stehen, warten und einfach bis morgen Nacht nicht mehr wegkommen. Genau, bis morgen Abend, 22 Uhr. Ah, das heißt, sie haben den ersten Advent im LKW. Ja. Und stehen hier alle LKW für LKW für LKW. Ja, er da vorne sucht gerade wahrscheinlich noch, wo er halten kann. Er muss jetzt auch runter, weil wir jetzt mittlerweile 22 Uhr, er muss jetzt runter. Sinn ist das. Vor allem, wenn das Ding da in der Kurve ins Rutschen gerät, dann ist das vorbei. Sehr unangenehm, kann ich nur sagen. Ich habe das ja auch schon mal gehabt mit Haki. Ja. Wenn so ein LKW rutscht, dann rutscht er. Ja. Und irgendwie weiß man gar nicht, wohin er rutscht. Das ist wahr. Das weil man schiebt halt von hinten. Ja, man sitzt ja vorne im Prinzip in 20-25% der 20% eigentlich eher kann man vorne bewegen und der Rest hinten macht, was er will. Ja. Aber auf jeden Fall, wir haben mehr Schnee als geplant. Das ist schon mal gut. Mehr Schnee als geplant? Jetzt gerade ja. Weil vorne war ja echt eine Enttäuschung, also, ne? Ja, aber das ist doch also immer noch im grünen Bereich. Definitiv. Es sieht aber schön aus, ne? Es sieht wirklich schön aus, vor allem die linke Spur. Ja. Ein Träumchen. Herzlich willkommen zurück in der Cave. Wir haben es mittlerweile geschafft. Wir müssen uns jetzt mal kurz das kleine Problem angucken, denn wir haben so in etwa einen Meter Höhe Schnee bei der Ausfahrt. So, ich zeige euch mal das Problem der Probleme. Jo, das ist hoch und das ist viel. Wir überlegen mal. So, meine Lieben, wir haben Schneeschieber organisiert. Let's go. Die Schuhe ist dafür der perfekte Alter. Meine Lieben, die Lage ist gerade der Traktor kommt, wie gesagt, nicht mehr hoch. Rutscht so noch. Jetzt versuchen wir jetzt ein bisschen Schnee wegzuschaufeln. Aber hier sieht man mal die Masse, was hier an Schnee liegt. Das ist echt no joke, oder wie du jetzt heute. Das ist wirklich viel. Also irgendwie geht das schon. Ich habe leider nicht so Probleme. Er versucht jetzt hier runterzukommen. Gucken, ob das was wird. Ich muss leider kurz aufhören zu filmen. Jetzt kann die Sicherheitskamera das übernehmen. Aber mal sehen. Ich hoffe, er ist nicht zu hoch. Sollte ich mir irgendwie passen. Es wird gebetet, die Fraktion da ist. Jawohl! Okay, ich sollte mal aus dem Weg gehen. Aber es geht schon. Okay. Lieben, kleiner Zwischenstand bei der aktuellen Lage. Wir haben jetzt einen zweiten Traktor da, es ist 0.30 Uhr. Der den anderen jetzt rausgezogen hat, jetzt will der andere aber nochmal rückwärts runter, damit er den ganzen Rest wegschieben kann. Und ich glaube, ich sollte Platz machen, sonst bin ich gleich platt. Low quality, meine Lieben, aber wir haben es geschafft.
alle Autos raus, die raus mussten. Und jetzt geht's erstmal heim. Aber damit es spannend bleibt, sehen wir uns morgen früh. Next morning, wie versprochen, aber ja. Nicht so wie geplant, wie man sieht. Ich war gerade beim Hagebaumarkt, habe gerade den E63 vollgeladen mit Streusalz. Denn aktuell kommt keiner in die Cave oder aus der Cave raus. Es ist super, dass der grobe Schnee weg ist, aber es ist nur noch eine Eisschicht. Das ist echt ein Riesenproblem. Passt auch gar nicht aktuell zu unserem Zeitmanagement. Für die Leute, die sich übrigens gerade fragen, warum wir nicht bei der EMS sind. Wir sind am Wochenende auf jeden Fall wieder da. Haben gerade sehr viel zu tun. E-Klasse muss auch zum Service. Und ich zeige es euch, damit ihr mir auch glaubt. Wir haben einfach minus 9,5 Grad. Das heißt auf jeden Fall, dass wir jetzt mal losfahren und Richtung Cave ein bisschen Hausmeister-Duties machen müssen. Also ihr nicht, ich aber. Vor allem bei der Kälte wird das schön. Hab mir aber auch nochmal vernünftige Hausarbeitshandschuhe, würde ich die jetzt einfach mal nennen, gekauft. Dass es mit dem Salz alles gut funktioniert. Und Salz in Eimerform. Den extra Euro habe ich mir jetzt gegönnt. Weil finde ich geiler, wenn man es am Eimer rumtragen kann, als wenn es immer dieses Sackformat ist, was dann immer noch aufreißt. Genau, deswegen machen wir das jetzt so. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen, ob wir es enteisen können. Und ja, es ist einfach unfassbar, was hier abgegangen ist, schneetechnisch. Wirklich unfassbar. Und dann wollten wir eigentlich heute querfahren gehen. Unsere Lieblingsstraße ist zu viel Schnee. Und der Rest wurde perfekt geräumt, bedeutet aber, dass die ganzen Seitenstraßen zugeschoben worden sind und man da leider nicht rein kann. Das ist echt ein bisschen belastend. Jetzt geht's aber erstmal Richtung Cave. Gut, dann fangen wir mal an. Zu streuen, das ist so kalt, das sind jetzt minus 11 Grad. Wir sind in der Zeit mal kurz gesprungen und sind jetzt dabei, den E63 abzugeben zum Service. Man glaubt es nicht, aber das Auto hat jetzt schon 20.000 Kilometer runter. Für manche vielleicht nicht viel, aber wenn man bedenkt, wie viele verschiedene Autos wir bewegen, ist das in dem Zeitraum schon viel. Und ich dachte, wir machen noch ein bisschen Carspotting hier, bis Luis da ist. Hier drunter steht auf jeden Fall ein schöner C63S, der nicht mal erstmal rauskommt. Schon krass, was hier schneetechnisch passiert ist. Es ist echt heftig. C43, der neue. Ein SL. G-Klasse, G-Klasse. Krass. GLC nochmal. Eieiei. Die hatten noch wirklich viel Schnee hier. Und deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert. Aber gut. Das Auto ist jetzt schon mal abgegeben. Jetzt warte ich auf Luis, dass er mich abholt. Dann irgendwie muss ich auch zurückkommen zur Cave. Und ja. Genau. Alles kalt. Bisschen müde. Na, wird schon. Und das wird gerade schwer, ein bisschen was mit Autos zu machen. Denn alles ist eingefroren, zu viel Schnee. You see me running. They hating. Hier haben wir wieder Luisa im E36. Der Typ hat immer so dieses Clarkson-Ding. If that pulled up outside your house, you would think it's a drug dealer. Wee! Hier haben wir Luis. Okay, gut. Das heißt, ab in die Wärme, obwohl ich glaube nicht, dass der Heizung hat. Aber ab ins Auto. Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Lange nicht mehr gesehen. Ja, lange ist her. Ist sogar warm im Auto hier. Es ist warm. Es ist sonnig. Es ist krass. Es ist das erste Mal, dass ich richtig mitfahre, das weißt du noch? Nee, du bist schon mal mitgekommen. Ja, 2 Minuten. Von früh auf und habe mich gefragt, warum ich keinen Helm mit hatte. Aber diesmal freue ich mich sehr, dass du mich abgeholt hast, deswegen vielen lieben Dank. Ne? Sehr gerne. Ein Küsschen geht raus. Wir sind erstmal on the way. Warm und trocken in der Cave angekommen und jetzt würde ich erstmal sagen, machen wir ein kleines Outro. Denn es gibt noch viel zu erledigen, bevor es zurückgeht zur EMS. Deswegen denkt dran, liken, abonnieren, teilen, die Glocke zu drücken. 100k dieses Jahr werden schon noch schön. Und ja, übrigens 50% Rabatt auf alle Sachen gerade im Shop. EMS-Deal, deswegen rein da.